Die Leobener Handballfans hatten am vergangenen Samstag allen Grund zum Lachen. Gab es doch einen klaren 31:21 Auswärtssieg ihrer Mannschaft in Bruck an der Mur. Und das war von Beginn an eine eindeutige Sache für die Leobener. Wir haben uns gut vorbereitet auf Bruck. Wir wussten, dass Bruck ist nicht so stark. Also Simic fehlt. Und das sieht man im Spiel von Bruck, aber wir wussten, dass junge Spieler werden top motiviert und wir sind 100% ins Spiel gegangen und ja, relativ klar gewonnen. Kapitän Stefan Jandl hatte aus gewissen Gründen eine engere Partie erwartet. Aufgrund der Verletzung von Benas, also von Benas Petraikis, haben wir schon angenommen, dass das hier mit den Emotionen ein sehr, sehr schweres Derby wird. Deswegen sind wir auch mit der nötigen Körperspannung reingegangen. Und ich glaube, das war sehr, sehr wichtig oder ausschlaggebend auch, dass wir so deutlich gewinnen haben können. Dem HC Bruck gelang von Beginn an gar nichts. Technische Fehler häuften sich und wurden von den Leobernern sofort mit Toren bestraft. Für Martin Breeck war das kein Auftreten in einem wichtigen HLA-Spiel. Man kann verlieren, ich habe keine Frage. Aber so wie wir im Moment auftreten, ist das peinlich und das darf nicht mehr vorkommen vom eigenen Publikum. Wir sind Spieler, wir kriegen Zeit dafür und ich glaube einfach, dass an jedem das nicht bewusst ist. Wir müssen einfach 100% am Spielfeld sein, kämpfen um jeden Zentimeter und nicht. Mir fehlen einfach die Worte. Mit diesem Sieg in Bruck haben sich die Leobener Handballer in der Tabelle etwas von Bruck absetzen können. Trotzdem ist man vom vor der Saison gesteckten Ziel weit entfernt. Das stimmt auf alle Fälle. Man muss jedoch auch berücksichtigen, dass wir relativ viele Verletzte heuer gehabt haben. Also auch mit dem Langzeitverletzten Zanaxidis noch. Das war natürlich ein herber Rückschlag. Wir haben auch 3 Spiele mit einem Tor unglücklich verloren. Und ja, wenn man kein Glück hat, kommt Pech auch noch dazu. Für die Brucker ist der letzte Platz in der Tabelle mit dieser neuerlichen Niederlage wohl für einige Zeit einzementiert. Hier wird es wohl nicht den immer gepriesenen Weihnachtsfrieden geben. Ja, Weihnachtsfrieden, ich glaube, wir müssen das Match so schnell wie möglich vergessen. Wir müssen einfach am Montag wieder trainieren, probieren die Köpfe frei zu kriegen. Natürlich schwierig nach dem minus 10 gegen Leoben, Derby. Aber ich glaube, wir müssen einfach kämpfen und wir kennen es alle. Und mir fehlen jetzt einfach die Worte, wieso das jetzt einfach so ist. Und ja, das Leben geht auf jeden Fall weiter. Jedenfalls ist auch der Obmann der Brucker Karl-Heinz Weiland überzeugt, dass nicht zur Tagesordnung übergegangen werden kann und dass sich etwas ändern wird müssen. Die 31:21 Niederlage in der eigenen Halle analysiert Weiland so. Leoben verdient der Sieger, wenn man minus 10 zu Hause verliert, dann kann man nicht so klicken oder irgendwas rein. Minus 10 ist vielleicht ein bisschen zu hoch, hinten aus, wenn man ein paar Tore kriegt. Aber im Summe waren wir zur Pause minus 6 zurück, sind nicht mehr richtig zugekommen. Unglückliche rote Karten in der ersten Halbzeit natürlich gegen Mavric, eine dünne Bank dazu. Und ja, uns geht das oft aus. Wir sind nicht aufs Team aufgetreten, muss man auch sagen. Wir sind ein bisschen ja, lethargisch gewirkt teilweise und das muss besser werden. Hoffen wir das Beste für die Brucker, denn aufgegeben wird ja bekanntlich nur ein Brief. Und noch ist Zeit für eine klare Verbesserung durch gute Leistungen in der HLA-Meisterschaft.